Komm. Ja, da ist er. It's a girl. Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen bei Olli Uncut. Ja, ich habe auf Facebook und auf Instagram heute schon mal gepostet, dass heute was ganz Großes ins Haus kommt. Ihr habt am Titel des Videos und am Thumbnail sicher schon erkannt, es ist der T-Rex und zwar Rotunda ist es, glaube ich, richtig ausgesprochen, aus Jurassic Park, Endszene, ja, also richtig geil, von dem Label Chronicle Collectibles. Das Ganze habe ich zugeschickt bekommen vom Bunker 158. Herzlichen Dank an die lieben Leute vom Bunker. Ihr seid großartig, ganz ehrlich. Und jetzt packe ich das Ganze aus. Ich bin hier in der Küche, in meiner... ich hasse die Küche. Ich hasse diesen Ort, tatsächlich. Ich koch sehr gerne, aber... unsere Küche ist Schrott, ja. Also nächstes Jahr ist eine neue Küche Pflicht auf jeden Fall. So, hier haben wir das große Paket und was mich heute verwundert hat oder ja, vielleicht auch beglückt, das Ganze ist auf 250 Stück limitiert. Wenn ich das jetzt richtig entziffer hier, 250 und wir haben die 250. Es kann aber auch sein, das Ganze ist hier handschriftlich. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. 250 von 250. Kann aber auch sein, dass das Ganze 250 von 750 ist. Ich werde es gleich sehen. Auf der Base steht das Ganze auf der Unterseite ja auch. Das Ganze packe ich jetzt mit euch zusammen aus. Nicht verwundern, also ich versuche gerade was mit dem, ich habe hier mein Ansteckmikrofon dran, es sieht scheiße aus wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ich sehe mich gerade nicht selber. Ich hoffe auch, dass mein Handy-Akku und auch die Kapazität des Speichers hier mitmacht bei diesem Video, sonst ist alles umsonst und ich muss nochmal nachdrehen. Mal schauen, ja, auf jeden Fall werde ich das Ganze jetzt auspacken. Ich brauche ein Messer. Gut, dass ich in der Küche bin, weil da gibt es Messer. Und dann packen wir das Ganze jetzt mal zusammen aus, ja? Ich freue mich schon. Mal endlich wieder was Großes. Also als Sammler kann man nie genug haben von diesem Zeug. Ich mache das mit euch zusammen. In manchen Videos bereite ich das Ganze ja so vor, dass man eigentlich... Oh, dass man nur noch... den Karton sieht und alles ist schon ausgepackt und aufgebaut und was weiß ich. Aber nein, heute möchte ich das so mit euch zusammen machen. Kann auch sein, ich muss öfters mal den Karton, weil es ist schwer und groß, auf den Boden stellen. Ah, es ist wirklich schwer. Gott sei Dank habe ich unsere neue Postpaket-Zulieferin ist ein zierliches Mädel, ja. Gott sei Dank habe ich sie abgefangen, weil sie hat sich da fast einen Bruch gehoben. Aber ist ja cool. Schön groß. Ja. So. Ich versuche das mal so. Nein. Funktioniert nicht. Ich muss den Karton tatsächlich umstülpen. Und ich möchte euch hier auch alles zeigen. Also auch den Karton und... Oh, das war ein bisschen... Ah. Bisschen sehr grob. Na? Vakuum lässt grüßen. Komm. Ja, da ist er. It's a girl. Oh. Ja. So. Dann zeige ich euch selbstverständlich auch noch den Karton, oh Gott, den Glanzkarton.
Es ist heftig schwer. So. Also, ich hoffe auch, man sieht alles. Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe. Was ich hier sehe, Rotunda Rex Statue. Was steht auf der anderen Seite? Ah, das sollte die Front sein. Sieht sehr cool aus. When Dinosaurs Ruled the Earth. Jurassic Park. Sehr, sehr cool. Auf der Oberseite sieht man das Jurassic Park Logo und auf der Rückseite sieht man die Statue, wie sie dann aufgebaut aussehen müsste. So, wir haben das Ding schon live gesehen. Wir waren ja beim Bunker vor Ort und wir haben dann beim Bunker gesagt, das Ding wollen wir haben. Wir haben ihn nicht direkt mitgenommen, aus verschiedenen Gründen. Und er wurde uns ja zugeschickt. Ja, genau. So kann man das beschreiben, die Situation. Ja. Und ich weiß nicht, steht hier eine Limitierung, weil 250 erscheint mir doch sehr eine geringe Limitierung zu sein. Ich bin mir nicht sicher, ob das Handschriftliche vielleicht fehlinterpretiert ist. Unten steht 250 von 250. Das ist das letzte Exemplar, Leute. Das ist ja geil. Also Beweis. Moment. Beweis. Also das ist was Cooles. Jetzt ganz ehrlich, für einen Sammler und für einen Limitierungsliebhaber ist 250 von 250 was Geiles. Jetzt ganz ehrlich, Leute. Da kann mir jeder sagen, was er will. Das ist eine Nummer. Das ist eine richtig geile Nummer, Alter. Geil. Da freue ich mich. Tut mir leid, dass hier unser Zwiebelkorb im Weg hängt. Es tut mir leid, ich muss aus logistischen Gründen hier auf die Küche zurückgreifen, diesmal bei diesem Unboxing. Aber ich denke mal, das stört nicht weiter. So, ich werde das Ganze jetzt wieder auf den Boden packen müssen, ja. Und den Styroporklotz da raus fischen. Oder mal schauen. Warte mal, wo ist denn das Messer jetzt wieder? Hier. Das ist natürlich eine geile Sache mit der Limitierung auf jeden Fall. Also richtig geil. Das gefällt mir. Ganz ehrlich, ist was Besonderes. So, dann haben wir hier die Base. Und ich habe mir wie im Vorfeld immer auch schon diverse Videos reingezogen von dem Ganzen. Da gibt es ja noch eine, die ist größer. Also da ist die Base ähnlich, der Saurier ähnlich, das Ganze ist ähnlich von Prime One und ist im Maßstab 1 zu 9. Das hier ist 1 zu 8, glaube ich. Nein, umgekehrt. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, der von Prime One ist größer und hat noch ein paar mehr Anbauteile, hat ein paar mehr Spielereien. Aber der hier gefällt mir besser. Ich glaube, also ich habe mir einige Videos reingezogen. Ich glaube, der gefällt mir besser, weil er ist ein bisschen cleaner. Ja, also schauen wir gleich an. Schauen wir gleich an, das Ding. Wenn ich ihn hier rauskrieg. Wow. Okay. Au. Die Base ist schon mal heftig. Die Base ist schon mal richtig, richtig massiv. Und wir sehen hier. Moment, ich muss selber gucken. 250 von 250, Alter, das ist ja. Seht ihr das? 250 von 250. Und so sieht das Ganze aus. Wir gucken uns das Ganze selbstverständlich auch gleich noch im Detail an, weil hier gibt es einiges zu erblicken. Ja, geil. Also Jurassic Park Schrägstrich World ist sowieso ein Thema, wo wir gerade sehr dran sind. Es gibt verschiedene Themen, wo wir sagen, ey, da müssen wir noch ein bisschen nachlegen. Wirkt wirklich sehr, sehr schön und hochwertig. Geil. Gefällt mir. So, dann haben wir hier. Wahrscheinlich war das Ganze mal auch verpackt, weil das Ganze stand wirklich beim Bunker im Bunker, ja, im Showroom.
Und wir haben das Ganze erblickt, ja, und haben dann gesagt, den müssen wir haben. Da gab es einige Sachen, wo wir gesagt haben, das müssen wir haben. Aber man kann sich halt aufgrund der finanziellen Lage nicht alles kaufen, was man möchte, das ist klar. Aber der hier, der musste sein. Und das Thema ist ja sowieso cool. So, oh. Da ist jetzt nichts kaputt gegangen. Es ist nur dieses Styropor-Ding. Ich habe es jetzt gelöst. Ja, man muss ja irgendwo mal anfangen. Und oh Gott, ist der geil. Ich sehe es jetzt schon, wie geil. Alter. Also, man hat hier nicht viel Anbauteile beim Prime One Rotunda, ja, so heißt er, glaube ich, ist da einiges mehr dabei, ja, und der ist auch größer, der ist wirklich, da kann man nochmal ein Viertel mit dazu ziehen oder ein Drittel und der ist dann auch voluminöser und hat mehr Anbauteile und Kostenpunkt weiß ich jetzt gar nicht genau, aber der hier, so wie er hier ist, wird da angeboten zwischen 1.300 und 2.000 €, ja, also das ist so der Preis und ich denke mal auch gerechtfertigt. In den USA ist der mal rausgekommen zu Release für $899, glaube ich. Also habe ich jetzt vorhin mal gelesen. Aber das sind halt so wertsteigende. Oh! Das ist eine Überraschung. Der ist leichter, als ich dachte. Der ist jetzt wirklich leichter, als ich dachte. Aber ist auch nicht schlimm. Der ist wirklich nicht schwer. Der wiegt hier vielleicht 3 Kilo oder so. Ja, also schwerer ist der jetzt nicht. Finde ich jetzt ausgesprochen leicht. Ja, so. Dann werden wir den ganzen. Hier ist ein Stift. So. Ich denke mal, so passt das schon mal. Also sieht schon mal geil aus, auf jeden Fall. Dann haben wir aber noch was, und zwar so eine kleine Base. Wir gucken uns das Ganze auch gleich noch mal im Nahen an, ja. Also ich muss das Ganze aber jetzt mal drehen, dass ich hier sehe, was Sache ist, weil ich muss jetzt gleich hier noch ein bisschen rumfriemeln. Das weiß ich. Das sieht schon mal auch geil aus. Das gefällt mir auch wirklich sehr, sehr gut. Ich weiß aber nicht, wohin das jetzt gehört. Also, ich denke mal, ja, einfach mal unten drunter. Keine Ahnung. Ah, hier. Okay. Ah, okay. Dann machen wir das so. Das sieht gut aus. Und dann kommt da noch. Geil, ich bin ja gleich fertig. Dann kommt da noch so ein Schild hin. Und zwar: When dinosaurs ruled the earth. The earth. Ja. So sieht das Ganze aus. Ja. Das ist der Banner, der von der Decke fliegt, wo hier Frau T-Rex nochmal einen Brüller lo loslässt. Finde ich sehr geil, finde ich wirklich sehr cool. Und hier vorne ist ein kleines Loch, da kommt das rein. Und schon. Schon sitzt das Ganze. Aufgebaut, fertig. Geil. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht. So sieht das Ganze aus. Wir gehen jetzt nochmal näher ran. Ja, gucken uns das Ganze von der Nähe an, aus der Nähe an. Und ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Sehr schön, sehr schönes Teil. Wirklich gefällt mir. Der von Prime One, der ist größer, der ist voluminöser. Aber viele sagen auch, also ich habe mir einige Videos reingezogen, dass die Bemalung von diesem hier einiges akkurater ist und ein bisschen dunkler und alles ein bisschen, ja, ich will nicht detailreicher sagen, das wäre falsch. Aber der Banner ist zum Beispiel bei dem Prime One. Teil ist der aus, also den muss man wirklich, ist wie ein Banner,
Ja, der ist beweglich und den musst du irgendwie auch ja, irgendwie positionieren, ja. Und das hier ist einfach ein festes Teil, das ist aus Plastik. Cool. Also der von Pry One hat auch nochmal zwei Raptoren, die hier auf dem Teil drauf sitzen, auf dem T-Rex und ihn zerbeißen. Einer ist tot, der liegt am Boden, einer hängt hier noch dran. Auch geil, auch geil. Ich wusste auch gar nicht, ohne Scheiß, ich will da ehrlich sein und transparent, ich wusste nicht, welchen wir jetzt bekommen und was wir da damals gesehen haben. Wir haben bloß gesagt, den müssen wir haben. Das ist tatsächlich so. Und wir haben ihn. Geil. Also ich freue mich sehr. Ich freue mich da wirklich sehr. Und jetzt gehen wir mal nochmal in die Nahaufnahme. Jo. So, meine lieben Freunde. Das ist jetzt die Nahaufnahme vom T-Rex. Ich möchte nochmal entschuldigen, dass ich hier aus der Küche drehe. Es war mir logistisch nicht möglich, woanders zu drehen, wegen dem riesen Karton. Da werde ich nachbessern. Da werde ich auf jeden Fall in Zukunft irgendeinen Unboxing-Bereich errichten, wo so große Sachen dann funktionieren. Ja, tut mir leid, meine Küche ist total scheiße. Ich fühle mich hier gar nicht wohl. Ja, also Kühlschrank ist cool, aber sonst ist hier gar nichts cool. So, wir haben mit den die Dame Rotunda aus Jurassic Park, Endszene, wo der Banner von der Decke fliegt. Und es ist wirklich ein fantastisches Teil. Mir gefällt die Position, also die Position, wie sie dasteht, richtig gut, gefällt mir. Dann haben wir hier den Banner, also wir gehen erstmal auf den Kopf. Ja. Die Bemalung gefällt mir sehr gut, auch die Scratches hier, also die Kratzer, die blutigen Kratzer, hervorgerufen von den Raptoren, gefällt mir wirklich auch sehr, sehr, sehr gut. Also ich bin mega zufrieden. Ich versuche das Ganze mal zu drehen. Es ist gar nicht so schwer, wie ich dachte. Auch gar nicht so groß, wie ich dachte. Also ich hatte das größer in Erinnerung, aber es ist schon trotzdem ein wuchtiges Teil. Ich meine, bezahlt dafür, ja, so, ja, 1,5K. Ja, also ist schon ein nettes Sümmchen, aber es ist halt auch ein geiles Thema, ne? Also man muss immer da ein bisschen variieren, was man für was hinblättert. Und das hier ist halt ein Thema Jurassic Park. Ich meine, 90er Jahre, da sind wir alle aufgewachsen, ja? Also die meisten meiner Zuschauer, denke ich mal, können sich noch sehr, sehr, sehr an die Erstsichtung dieses coolen Films erinnern und sehr, sehr viele Filme folgten. Nächstes Jahr soll schon der neue kommen. Hab heute den Trailer gesehen und der wird abgefahren. Das wird ich glaube, ein Prequel sogar. Ja, also wie alles begann, irgendwie so. Ja, richtig geil. Freue ich mich drauf. Ist ein geiles Thema und gucken wir uns noch mal den netten Ass an hier und den Schwanz. Also ich finde die Bemalung richtig, richtig, richtig gelungen. Die Farbtöne und so weiter, das sieht richtig geil aus. Auch die Base gucken wir uns gleich nochmal genau an, weil auch da muss ich sagen, da haben sie alles richtig gemacht. Das sieht so fantastisch aus. Ich weiß auch, wo der erstmal stehen wird. Ich glaube, den baller ich direkt auch ins Wohnzimmer rein. Ja, weil, boah, so ein schönes Teil. Hier ist nochmal dieses einzelne Gedöns, ja, also mit so einer Filz-Untermatte. Und da sind ein paar Bones drauf. Warum rede ich immer Englisch, Alter? Ein paar Knochen und auf so einem Steinhügel. Sowas Ähnliches hat Prime One auch. Noch ein bisschen ausgefeilter sogar, muss ich auch dazu sagen. Ist ja jetzt nichts Schlimmes, ja. Hier ist noch ein bisschen Styropor. Nerviges Scheißzeug. Ah, Styropor ist so hässlich. Schmeiße ich mal dahin. Und wie gesagt, das sieht richtig, richtig nice aus. So, ein wunderschönes Exemplar. Ja, also ein richtig geiler Sammelartikel. Hier auch nochmal ein paar Kratzer, blutige Kratzspuren. Und dann gucken wir uns mal die Base an. Ja, die sieht wirklich sehr clean aus. Bei Prime One ist die ein bisschen geweathert. Ja, also ein bisschen ja, nicht so sauber. Nicht so sauber wie das jetzt. Ist aber Absicht natürlich, ja, also geweathert halt. So, und hier unten drunter, und das ist bei Prime One genauso, haben wir dann so, ja, Artefakte, also Knochen, also so Saurier, Gerippe und Gedöns, ja.
Das sieht wirklich auch sehr cool aus. Gefällt mir persönlich mega, mega gut. Richtig cool. Ja, also ich stehe drauf. Ich finde, da haben sie wirklich sehr, sehr viel richtig gemacht. Gefällt mir auch wirklich super, super gut. Ja, also alles in allem eine wunderschöne Statue, eine sehr, sehr coole Geschichte. Und so wird das Ganze jetzt bei uns gleich stehen. Ich werde den ganzen, die Dame, ja, die werde ich jetzt hier gleich aufbauen. Meine Frau kommt in einer Stunde nach Hause und dann wird sie sich freuen über das Teil, weil wir sind ja beide Fan davon. Auch hier diese blutige Geschichte. Seht ihr das? Ah, oh, das sieht super aus. Ja, sieht echt super aus. Und die Zähne. Das wirkt wirklich sehr, sehr, sehr überlegt, das Ganze. Richtig cool. Gefällt mir. Finde ich sehr stark und bin Fan von. Also auch hier die Scratch, Kratzer, Narben oder halt, Narben sind es ja noch nicht. Ja, sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Gefällt mir. Jo. So, meine Freunde. Ja, ich mache das Ganze jetzt mal so. Ist ein bisschen salopp, ist ein bisschen hektisch vielleicht auch das Video, ja. Ich muss aber sagen, ich bin ein bisschen angeschlagen, ich fühle mich ein bisschen kränklich und deswegen habe ich gedacht, ja komm, machst du jetzt einfach mal hier in der Küche das Video und ich finde das Teil wirklich sehr, sehr, sehr gelungen und bin zufrieden, bin sehr zufrieden, ja, ich freue mich. Meine Frau wird sich auch freuen, wenn sie heimkommt und dann wünsche ich euch auf jeden Fall was. Sagt mir mal, wie ihr das Teil findet, wie ihr Jurassic Park im Gesamten seht. Also ich persönlich bin sehr, sehr großer Fan der ersten Stunde und muss sagen, der erste Film, den habe ich sogar noch in Berlin geguckt. Also ich war, habe da noch in Berlin gewohnt und ich war direkt hin und her, also nicht hin und her gerissen, ich war hin und weg. Ja, also ich war da auf jeden Fall Fan direkt und ist ein geiles Thema. Und auch im Sammelgebiet gibt es da mittlerweile schon einiges. Ihr habt ja in meinen letzten Videos auch schon ein bisschen was von Jurassic Park und so gesehen. Ist ein Thema, da bleiben wir dran. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wer noch kein Abonnent meines Kanals ist, kann das gerne nachholen. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr kein neues Video verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal gesund, ich hoffe gesund und munter wieder. Euer lieber Olli Uncut. Ciao.